Wo Menschen leben, sind auch sie. Ihre Welt ist mit der unseren eng verflochten. Dabei wissen wir von den als Schlitzohr, Aasfresser und Unglücksboten verschrienen Raben, die zusammen mit den kleineren Krähen zu den Rabenvögeln gehören, nur sehr wenig. Sie dagegen scheinen von uns fasziniert zu sein. Das Überraschendste an Raben ist ihre Fähigkeit, bestimmte Personen wiederzuerkennen und sich einzelne Gesichter zu merken. Sie schauen, sie überlegen, beäugen dich und schätzen die Situation ab. Wenn wir uns durch das Lebensumfeld dieses Tieres bewegen, werden wir von ihm beobachtet und es lernt auf Schritt und Tritt von uns. Raben besitzen die außergewöhnliche Fähigkeit, einzelne Gesichter in der Menge zu erkennen. Aber das eigentlich Beeindruckende ist, was die Vögel mit diesem Wissen anfangen. Auf dem Campus der University of Washington in Seattle schwärmt ein maskiertes Forscherteam aus, um ein Langzeitexperiment durchzuführen. Es handelt sich um einen Gesichtserkennungstest mit den dort siedelnden Amerikanerkrähen. Unseren ersten Versuch starteten wir mit der Höhlenmenschmaske. Wir fingen 7 Vögel und trugen dabei diese Maske. Danach beobachteten wir ihre Reaktion, wenn wir mit der Maske ganz harmlos unter anderem dort entlang gingen, wo wir sie gefangen hatten. Anfänglich bedachten uns 30% der Krähen mit schimpfenden Krächzlauten. Mittlerweile fliegen praktisch alle Krähen auf dem Campus herab und stoßen Warnrufe aus. Es ist verblüffend, dass diese Vögel fähig sind, sich auf eine bestimmte Person zu konzentrieren und sie aus der Menge herauspicken zu können. Das fällt selbst Menschen schwer. Die Wissenschaftler beginnen gerade erst zu verstehen, wie die Vögel einzelne menschliche Gesichter erkennen und wie sie diese Information nutzen. Diese intelligenten Tiere erkennen ein bedrohliches Gesicht, dem sie bei diesem Versuch ausgesetzt waren, auf dem Campus noch nach über 2 Jahren wieder. Verblüffend war nicht nur, dass die Vögel die Wissenschaftler in der Menschenmenge erkannten, sondern dass sie es auch kommunizierten. Bald weiß jeder im Schwarm, wer ihnen freundlich und wer feindlich gesinnt ist. Die Krähen im landwirtschaftlich geprägten Umland der Stadt Chatham in Kanada wissen, dass sie hier mehr Feinde als Freunde haben. Alljährlich im Herbst kommen hier zu den ortsansässigen Schwärmen Hunderttausende in wärmere Gefilde ziehende Krähen hinzu und bilden eine der größten Krähenkolonien der Welt. Diese Vögel mögen, was wir mögen. Offene Landschaften mit Bäumen. Wir haben im Osten der USA die Wälder abgeholzt, offene Flächen geschaffen, wo es aber immer noch ein paar Bäume zum Nisten gibt. Das gefällt ihnen. Jetzt sind sie überall. Die Krähen sind permanent dabei, zu beobachten, zu lernen und sich Dinge zu merken. Sie merken sich die Route der Müllwagen und lernen, wann sich am besten saftige Leckerbissen holen lassen. Wir sind alles Fresser und wir sind soziale Wesen und das sind Krähen auch. Und manchmal mögen wir keine Tiere, die dieselben Eigenschaften haben wie wir. Krähen sind opportunistisch. Krähen sind invasiv. Krähen tun alle möglichen Dinge, die Menschen auch tun und auf die wir nicht besonders stolz sind. Wie zum Beispiel uns von Abfall zu ernähren. That long cultural
Das negativ gefärbte Bild dieser Vögel ist in unsere moderne Kultur eingeflossen. Wann immer in einem Film Unheil droht, hört man in der Ferne einen Raben krächzen. Um die Stadt von der Krähenplage zu befreien, ließ der Bürgermeister von Chatham ein Wettschießen auf Krähen veranstalten. Aber kaum war die erste Krähe geschossen, verbreitete sich die Nachricht und sie lernten alle, wie hoch sie fliegen mussten, um außer Gefahr zu sein. Daraufhin wandte sich die Stadt an Ulrich Watermann und sein Habichtweibchen Henrietta, um die Krähen aus der Stadt zu vertreiben. Rabenvögel sind hochintelligent und können sowohl einen Menschen einschätzen als auch einen Raubvogel. Aber wenn ihre beiden ärgsten Feinde zusammenarbeiten, ist das zu viel für sie. Das macht ihnen eine Heidenangst. Sie will los. Nichts wie weg. Ich habe diese Krähe eben freigelassen, weil sie nicht wirklich verletzt war. Sie wird jetzt zu ihren Freunden fliegen und ihnen erzählen, was ihr gerade widerfahren ist. Sehen Sie, jetzt kommen sie alle angeflogen und sie erzählt ihnen die Horrorgeschichte. Raben und Krähen lernen aus den Missgeschicken ihrer Artgenossen. Wird einer von ihnen auf dem Feld eines Farmers getötet, ist es nicht ungewöhnlich, dass sie ihr gesamtes Zugmuster ändern und bis zu einem Zeitraum von 2 Jahren dieses Feld nicht mehr überfliegen. Es besteht kein Zweifel. Rabenvögel sprechen. Professor John Maslow weiß um diese Fähigkeit und sie steht im Mittelpunkt seiner bahnbrechenden Studie. Sehen Sie das Nest? Er will herausfinden, ob Rabenvögel die Fähigkeit besitzen, Informationen weiterzugeben. Nicht nur von einem erwachsenen Tier zum anderen, sondern von einer Generation zur nächsten. Dazu wird er diese geschlüpften Krähen 1 Jahr lang beobachten und ihr Lernverhalten studieren. Das wird nicht leicht werden. Weniger als 50% überleben ihr erstes Jahr. Es ist ein echtes Lotteriespiel, ob aus den Eiern dort oben auch Jungvögel werden und ob wir diesen dann auch folgen können, wenn sie das Nest verlassen. Bevor die Eier gelegt wurden, fingen und beringten Maslow und sein Team erwachsene Krähen in Seattle an 5 verschiedenen Teststandorten. An jedem Ort trugen sie eine andere Maske. Jetzt haben eine Handvoll Krähen, inklusive unserer Kräheneltern, an jedem dieser Teststandorte gelernt, dass eine bestimmte Maske Gefahr bedeutet. Was Maslow herausfinden will, ist, ob die Eltern ihr Wissen über das gefährliche Gesicht an ihre Jungen weitergeben. Und werden die Jungen nicht nur lernen, das Gesicht zu erkennen, sondern sich auch noch Monate später, wenn ihre Eltern nicht mehr da sind, daran erinnern und diese Information nutzen. Dieses Lernverhalten wurde in freier Wildbahn bisher nur bei Primaten nachgewiesen. Wir versuchen, die Küken zu sehen. Wenn das Team ohne Masken auf dem Campus steht, scheint die Reaktion der Krähen ganz normal. Das ist jetzt ein ganz normales Krächzen. Sie sind zwar ein bisschen aufgeregt, aber es ist kein Warnlaut. Jetzt setzt sich John Maslow die Maske auf. Und da sieht es schon ganz anders aus. Ah!
Wir sind in einer kritischen Phase der Studie, denn jetzt lernen die Jungen alles, was sie brauchen, um die nächsten ein, zwei Jahre zu überleben. Und wir wollen, dass sie lernen, dass diese Maske Gefahr bedeutet. Wir wollen beweisen, dass ein bestimmtes Verhalten durch Beobachten erlernt wird und nicht durch direkte eigene Erfahrung. Die Frage ist, ob die Jungvögel die Reaktion auf die Maske von ihren Eltern lernen und ob sie das Gelernte und diese Erinnerung mitnehmen, wenn sie sich an einem anderen Ort niederlassen. Das wäre ein Kennzeichen von besonderer Intelligenz und eine der Voraussetzungen für kulturelle Evolution. Wenn John Maslow nachweisen kann, dass jede Generation von Rabenvögeln in der Lage ist, auf dem Wissen früherer Generationen aufzubauen, kann er beweisen, dass sie eine Art evolutionären Vorteil besitzen, den nur die intelligentesten Lebewesen vorzuweisen haben. Wie fandest du das, Dave? Sie stießen auf mich herab, sogar während ich einfach nur da stand. Das war Wahnsinn. Während John Maslow und sein Team die Krähen im Auge behalten, werden sie ihrerseits im Auge behalten. Das US-Verteidigungsministerium finanziert diese Studie, da es für die Fähigkeit der Krähen, Gesichter zu erkennen, auch jenseits der Vogelwelt Anwendungsmöglichkeiten geben könnte. Innerhalb der Familie der Rabenvögel bilden Raben und Krähen eine eigene Gattung, Corvus, die über 40 Arten umfasst. Von Fischkrähen über Kolkraben bis hin zur Dschungelkrähe. De facto findet man sie überall auf der Welt, abgesehen von der Antarktis. Ihre Gesamtpopulation ist vor allem in Städten und ihren Randgebieten explosionsartig gewachsen. Seit Jahrtausenden betrachten die Menschen Raben und Krähen als hochintelligente Wesen, als Schlitzohren, als Betrüger. Doch erst in jüngster Zeit stehen diese Vögel überall auf der Welt im Fokus intensiver Forschung. Denn obwohl sie nicht die größten aller Vogelgehirne besitzen, erweisen sie sich als die intelligentesten aller Vögel. Rabenvögel haben nicht das größte Gehirn aller Vögel. Das haben die Papageien. Aber sie sind die mit Abstand intelligentesten Vögel. Egal welche spezielle Spezies, auf jedem Kontinent belegt ein Mitglied der Gattung Corvus jeweils den Spitzenrang seines Erdteils. Die Idee, dass die Intelligenz der Rabenvögel es wert ist, erforscht zu werden, nahm ihren Anfang auf Neukaledonien, wo die wohl intelligenteste Krähenart der Welt beheimatet ist. 1993 entdeckten Wissenschaftler der Universität Auckland, dass Geradschnabelkrähen eine Fähigkeit besitzen, von der man lange Zeit annahm, dass sie eine Domäne der Menschen und Primaten sei, die Fähigkeit, Werkzeuge zu gebrauchen. Es ist schon ein ziemliches Rätsel, wieso nur diese hiesige Spezies der Geradschnabelkrähe diese wirklich komplexen Werkzeuge benutzt. Russell Gray gehörte zu dem Team, das als erstes diese erstaunliche Entdeckung machte. Und er kommt nach wie vor auf die Insel, um diese bemerkenswerten Vögel zu studieren. Alex Taylor lebt seit 2 Jahren hier bei den Krähen und führt Experimente durch. Die Biodiversität hier ist einmalig. Vor allem an Insekten und Pflanzen gibt es hier tonnenweise Spezies, die noch nicht einmal dokumentiert sind. Es ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Das wirklich Bemerkenswerte an Geradschnabelkrähen ist, dass sie Werkzeuge nicht nur benutzen, sondern sie auch herstellen. Es war wirklich unheimlich beeindruckend zu sehen, dass sie eine lange, komplexe Abfolge von Handlungen durchführen. In mehreren Schritten brachen sie einen kleinen Zweig an einer besonderen Stelle des Astes ab, hinter einer Gabelung. Dann knipsten sie die Seitentriebe ab und bearbeiteten die Gabelung, um ein wirklich funktionstüchtiges Hakenwerkzeug zu bekommen. Und es war wirklich fantastisch zu sehen, wie ein Tier sich ein geeignetes Werkzeug herstellte, um sich Futter zu beschaffen. Nur 3 Spezies benutzen Werkzeuge. Elefanten, Schimpansen und Geradschnabelkrähen. Das heißt nur 3 von ungefähr 6 Millionen und mehr.
Man war ganz aus dem Häuschen, als Jane Goodall entdeckte, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen. Und eine Krähenart zu entdecken, die Werkzeug herstellt und nutzt, und das auf viel ausgefeiltere Art als Schimpansen, das schlug ein wie eine Bombe. Zuweilen kann man wirklich komplexe Handlungen beobachten, die aber instinktgesteuert sind. Wenn man so ein Verhalten in freier Wildbahn sieht, dann schreit das geradezu nach einem Experiment. Zuerst stecken wir das Fleisch da rein, legen das lange Stück in die Gitterbox, ganz nach hinten, außerhalb der Reichweite der Krähe, und legen ein kurzes Werkzeug vor die Box. Es ist eine Sache, Werkzeug zu nutzen, um an Futter zu kommen. Aber Werkzeug zu nutzen, um ein anderes Werkzeug zu erreichen, um damit an Futter zu kommen, erfordert wesentlich größere kognitive Fähigkeiten. Diese sogenannte sequentielle Werkzeugnutzung gilt als entscheidender Schritt in der menschlichen Evolution. Die technische Evolution des Menschen begann, als wir Steine nicht mehr nur nutzten, um Nahrung zu zerkleinern, sondern um damit andere Steine zu zerkleinern. Durch die Entdeckung dieser Krähenart, die die sequentielle Werkzeugnutzung beherrscht, könnten wir Rückschlüsse ziehen, über welche kognitiven Fähigkeiten unsere frühen Vorfahren möglicherweise verfügten. Doch wie intelligent sind die Geradschnabelkrähen? In einem bisher noch nie dagewesenen Experiment soll diese Krähe eine Aufgabe bewältigen, die gesteigerte kognitive Fähigkeiten erfordert. Wir wollen sehen, ob die Krähe einen 3-Stufen-Plan bewältigen kann. Also die Schnur hochziehen, um an das kurze Werkzeug zu kommen, um damit an das lange Werkzeug und an die Nahrung zu kommen. Das ist wirklich faszinierend und ich bin sehr gespannt, ob sie das schafft. Ich hoffe es, aber vielleicht ist es doch zu kompliziert, denn der zeitliche Abstand zwischen den Handlungen ist groß. Unter Umständen vergisst sie nach der ersten Handlung mit der Schnur, was ihr eigentliches Ziel war. Ich bin also wirklich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Bei dem allerersten Versuch dieses Experiments sind wir mit unseren Kameras dabei und nehmen auf, was passiert. Die Krähen haben die Aufgabe überraschend gut gelöst. Sie haben Aufgaben gelöst, die technisches Verständnis erfordern, was so gut wie kaum ein Tier auf unserem Planeten schafft. Die Gehirngröße von Raben und Krähen entspricht im Verhältnis zu ihrer Körpergröße der vieler Primaten. Man könnte sie also als gefiederte Affen bezeichnen. In Seattle sind vor 2 Wochen John Maslows Testkrähen geschlüpft und sie wachsen rasch heran. Maslow kontrolliert die Nester täglich. Ein Nest fällt ihm besonders ins Auge, weil sich darin ein Krähenjunges befindet, das sich von allen anderen Nestlingen unterscheidet.
Aufgrund der auffällig weiß gerenderten Flügel wird es spontan White Wing genannt. Die fürsorglichen Eltern sind stets damit beschäftigt, den Nachwuchs zu füttern. Aber sie sind nicht die einzigen. Manche Krähenpaare haben sogenannte Helfer am Nest. Junge Männchen oder Weibchen, die bis zu 2 Jahren in ihrem Geburtsterritorium bleiben und ihren Geschwistern helfen. Bei so vielen Familienmitgliedern, die für Nahrung und Schutz sorgen, können sich die Jungvögel vollends darauf konzentrieren, zu wachsen und zu lernen. Und das führt, nach Meinung von Wissenschaftlern, zu einer forcierten Gehirnentwicklung. Krähen haben ein sehr interessantes Sozialsystem. Es ähnelt wahrscheinlich sogar mehr dem des Menschen als dem anderer Tiere. Nicht einmal bei Primaten ist das zu finden. Und im Wesentlichen ist das paarweise Zusammenleben von mehr oder weniger monogamen Männchen und Weibchen mit ihren Kindern, mit Nachkommen aus mehreren Jahren und einem Familienkreis, ihren Verwandten. Man hat sein eigenes kleines Reich und wäre ziemlich verärgert, wenn einer dort eindringen würde. Aber wie wir Menschen gehen sie hinaus und kommunizieren mit anderen. Die elementare soziale Einheit ist die Familie. Die ganze Familie wacht stundenlang in den umliegenden Bäumen über den hilflosen Nachwuchs und hält Ausschau nach Räubern, die ihm Schaden zufügen könnten. Die jungen Krähen sind jetzt 3 Wochen alt und fast so weit, ihr Nest verlassen zu können. Jetzt ist der Zeitpunkt des Experiments gekommen, wo die Tiere beringt und mit einem Telemetriesender versehen werden. Ich sehe kaum was. Maslow trägt beim ersten Teil des Aufstiegs eine Maske, um bei den Eltern die Erinnerung an das gefährliche Gesicht zu verfestigen. Aber kurz bevor er die Jungvögel erreicht, nimmt er die Maske ab. Ich will ja nicht riskieren, dass die Kleinen sie sehen. Ziemlich eng hier. Das Team ist am Boden postiert, um die Krähen einzufangen, die unter Umständen einen Fluchtversuch wagen. Dave, halt dich bereit. Du auch, Heather. Da kommt eine. Wir haben sie. Ich komme runter. Die ist so ruhig. Die beste Methode, um zu verstehen, wie sich kognitive Fähigkeiten entwickeln, ist, einen Jungvogel zu begleiten. Wie war das Klettern? Entweder werden die Bäume höher oder ich werde älter. Oder beides. Ohne einen Telemetriesender, mit dem man das einzelne Tier täglich orten und sehen kann, was es tut, verstehen kann, welche Lebenserfahrungen es sammelt, lässt sich die Entwicklung seiner kognitiven Fähigkeiten nicht wirklich verstehen. Das Team beringt 8 Vögel aus 5 verschiedenen Nestern. Da kommt sie, gut gemacht. Das ist die mit den weißen Flügeln. White Wing, willkommen in der Forschung. Wir bringen sie zurück zu ihren Familien. Diese Jungvögel werden demnächst innerhalb relativ kurzer Zeit viele neue Dinge kennenlernen. Raben und Krähen haben eine ausgeprägte Fähigkeit, sich Veränderungen auf durchaus ungewöhnliche Weise anzupassen. Tokio hat sich zur größten Stadt der Welt entwickelt und Mensch und Tier müssen auf immer enger werdendem Raum zusammenleben. Die Anpassung ist nicht leicht gewesen für den Menschen. Krähen und Menschen liegen in heftigem Wettstreit miteinander. Krähen verwenden alles, was man benutzen kann, und sie sind intelligent. Durch ihre Flexibilität haben die Vögel einen Vorteil. Eine japanische Krähenart, die Dschungelkrähe, ist eine der besten Baumeister der Natur.
Die erfinderischen Nesträuber sind permanent auf der Suche nach neuem Baumaterial für ihre Nester. In Japan, wo Wäsche fast täglich gewaschen wird, ist es üblich, die Kleidung zum Trocknen auf Metallbügeln ins Freie zu hängen. Für die klugen Vögel ist das eine Gelegenheit, die viel zu verlockend ist, als dass sie sich entgehen lassen könnten. Für die Dschungelkrähe gibt es beim Nistmaterial offenbar eine ideale Stärke. Das hier zum Beispiel ist zu dünn für den Schnabel, damit können sie nicht bauen. Das hier ist zu dick. Das hier hat die ideale Stärke. Das ist in etwa so dick wie ein Drahtbügel. Dschungelkrähen bauen ihre Nester so, dass sie der Körperform des Weibchens angepasst sind. Die Krähe biegt sich die Kleiderbügel so zurecht, dass daraus quasi ein maßgeschneidertes Nest entsteht. Kleiderbügel als Nistmaterial zu benutzen, mag zwar eine clevere Anpassung an den Großstadtdschungel sein, aber wenn die Krähen ihr Nest nicht in Bäumen, sondern an anderen Stellen bauen, kann das gefährliche Konsequenzen haben. Nester aus ineinander verkeilten Kleiderbügeln haben schon Hochgeschwindigkeitszüge gestoppt und ganzen Bezirken Stromausfälle beschert. Und so haben sich die Japaner eine schlaue Lösung einfallen lassen. Die Patrouille muss zuallererst verhindern, dass es zu Stromausfällen kommt. Das ist das Wichtigste. Die Krähenpatrouille der Kyushu Electric Power Company rückt aus. Sie hat eine einzige Mission, die Nester der Hausbesetzer zu finden und zu zerstören. Ich glaube, sie führen die Menschen manchmal an der Nase herum. Wenn wir ein Nest entdecken, entfernen wir es. Aber kaum haben wir das getan, kreisen sie schon über uns. Sie warten nur darauf, ein neues zu bauen. Grundsätzlich ist es schwierig, Krähen zu überlisten und ihnen zuvorzukommen. Wenn wir uns mühsam neue Strategien gegen sie ausgedacht haben, entwickeln die Krähen sofort Gegenstrategien. Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf der Grundlage unserer Erfahrungen immer wieder etwas Neues zu ersinnen. Ich glaube, die Krähen sind etwa so intelligent wie wir. Und es entsteht eine Art Wettkampf. Wir wollen nicht mehr gegen die Krähen verlieren. Und diese Rivalität mit den klugen Vögeln nehmen wir als erbitterten Streit mit einem ebenbürtigen Gegner wahr. Nicht lange nachdem John Marshloff und sein Team die frisch beringten Jungen zurück in ihre Nester gesetzt haben, sind diese soweit, die Nester aus eigener Kraft zu verlassen. Junge Krähen verlassen das Nest nicht, weil sie flügge sind. Sie verlassen es, weil es gefährlich wäre, darin zu bleiben. Das Leben auf dem Boden ist allerdings nur wenig ungefährlicher. Die wichtigste Lektion, die eine junge Krähe lernt, ist, wann sie sich bewegen muss und wann sie sich keinesfalls bewegen darf. Die verbalen Signale der Eltern können über Leben und Tod entscheiden. Krähen
Krähen haben verschiedene Warnrufe, einen für Katzen und einen für Habichte und auch einen für Menschen. Wissenschaftler haben über 250 verschiedene Krähenrufe identifiziert. Darüber hinaus hat jede Krähe ihre eigene individuelle Stimme mit mindestens zwei verschiedenen Dialekten. Einen lauten für die allgemeine Krähenkommunikation und einen separaten, leisen Dialekt für Gespräche innerhalb der Familie. Nur die intelligentesten Lebewesen besitzen derart ausgefeilte Sprachfertigkeiten. Whitewing und ihr Bruder haben es geschafft, ihren ersten Monat zu überleben. Sie sehen vielleicht ausgewachsen aus, aber ihr Entwicklungsstadium ist mit dem eines Kleinkindes vergleichbar. Ihre blauen Augen werden erst noch schwarz und ihre Schnäbel zeigen noch die charakteristische rosa Haut einer Jungkrähe. Sie müssen erst noch von Grund auf lernen, was alles dazugehört, eine Krähe zu sein. Niemand hat bisher wirklich den Erwerb von Wissen, den Lernprozess in diesem Anfangsstadium studiert. Aber er muss enorm sein. Sie lernen in sehr kurzer Zeit alles über ihre Welt. Dabei sind sie noch nicht sehr koordiniert. Sie lernen also auch, wie man das Gleichgewicht hält und sich in dieser dreidimensionalen Welt bewegt. Obwohl Whitewing das Nest verlassen hat, bettelt sie noch um Futter und verlässt sich, was die Nahrung anbelangt, auf ihre Familie. Krähen können bis zu 5 Jahren bei ihren Eltern bleiben, der längste postnatale Zeitraum aller Vogelarten. Wie beim Menschen braucht die richtige Ernährung und Erziehung der Jungen Zeit. Dieser Luxus der Jungtiere, Zeit zu haben, zu beobachten und zu lernen, ist ein wichtiger Faktor bei der kognitiven Entwicklung einer Krähe. Die Familie befriedigt nahezu alle Bedürfnisse, Nahrung, Körperpflege und vielleicht sogar Liebe. Im Alter von 3 Monaten beginnt Whitewing wirklich, ihre Flügel zu testen. Trotzdem bleibt sie immer noch an der Seite ihrer Mutter. Raben und Krähen scheinen ein Bedürfnis nach Nähe zu haben, besonders zu ihren Eltern. Als Whitewing 4 Monate alt ist, beginnt sie selbst mit der Nahrungssuche. Wie alle Krähen entwickelt sie schnell eine Vorliebe für ein breites Nahrungsspektrum. Und diese abwechslungsreiche Kost hat einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns. Eine Lebensweise, die komplizierter ist, weil man ein größeres Nahrungsspektrum hat, ist eine partielle Erklärung für die Intelligenz einiger Primaten und die Intelligenz einiger Vögel. Bei den Allesfressern scheint das Gehirn größere Bereiche für die Verarbeitung der zusätzlichen Informationsmenge auszubilden. Wenn sich ein Tier ausschließlich von Früchten ernährt, braucht es nur etwas über diese eine Nahrungsgruppe zu lernen. Rabenvögel ernähren sich von Früchten, Gemüse und Fleisch. Also mussten sie in der Lage sein, all diese Nahrung zu identifizieren und zu lernen, wie man damit umgeht. Walnüsse zum Beispiel stellen eine ziemliche Herausforderung dar. Aber Raben und Krähen haben nicht nur herausgefunden, wie man die Schale entfernt, sie beherrschen auch die Kunst, eine harte Nuss zu knacken. Im Flug schätzen sie das Gewicht einer Nuss ab und lassen sie aus exakt der richtigen Höhe fallen, bei der sie geknackt, aber beim Aufprall auf dem Boden nicht zertrümmert wird. Dann folgen sie der Nuss nach unten, damit sie niemand stiehlt. Dieses bemerkenswerte Talent haben sie sogar noch verfeinert. Sie stellen sicher, dass die Walnuss exakt dann auf die Straße fällt, wenn die Ampel rot zeigt. Und schließen damit das Risiko aus, dass entweder sie oder ihre Walnüsse dem fließenden Verkehr zum Opfer fallen. Thank you.
Whitewing beherrscht bereits einige der Fertigkeiten, die man als Allesfresser braucht. Eindeutig eine steile Lernkurve. Unsere Testkrähe beginnt, ihre Umwelt zu erkunden. Whitewing verlässt die Obhut ihrer Eltern, um mit ihresgleichen zu spielen. Wie ein Teenager will auch sie mit ihren Freunden Abenteuer erleben, in der Gewissheit, dass, wenn es Abend wird, sie wieder in den sicheren Schoß ihrer Familie zurückkehren kann. Soziale Tiere gehören bezeichnenderweise zu den intelligentesten. Soziales Verhalten erfordert die Fähigkeit zu lernen und sich an das Gelernte zu erinnern. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Gesellschaft von Rabenvögeln nicht wirklich geschlossen ist. Das ist eigentlich so ein relativ loser Verband, wo man sich immer wieder an verschiedenen Plätzen trifft. Und diese Plätze, wo man sich trifft, kann sein Schlafplätze, es kann sein Fressplätze, es kann sein Plätze, wo man nur mit anderen spielt. Also man muss nicht nur wissen, wer der andere ist, sondern muss man sich auch genau erinnern, wann habe ich den anderen eigentlich das letzte Mal gesehen? Wie hat er mit anderen interagiert? Wie ist er zu anderen gestanden? Wie ist er zu mir gestanden? Und dieses flexible System ist offensichtlich kognitiv sehr, sehr anspruchsvoll. Wissenschaftler des Konrad-Lorenz-Instituts in den österreichischen Alpen studieren seit über einem halben Jahrhundert das Sozialverhalten diverser Vögel. Jetzt wenden sie ihre Aufmerksamkeit den Raben und Krähen zu. Anna Braun arbeitet an einem Experiment mit Rabenvögeln, bei dem ihre Fähigkeit getestet werden soll, logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Solche Tests wurden auch mit Kindern, Affen und Hunden durchgeführt. Mit Krähen sind es die ersten Versuche dieser Art. Das ist ein Touchscreen, an dem wir seit kurzem mit Rabenkrähen arbeiten. Bei diesem Test haben die Vögel die Wahl zwischen zwei Icons. Beim einen wird positiv belohnt und beim anderen negativ. Der Wischeimer? Sie lernen durch Erfahrung. Sie picken drauf und bei dem einen gibt es Nahrung und bei dem anderen erscheint ein roter Bildschirm. In diesem Fall ist das der... Ist das der falsche? Und dann erscheinen auf dem Bildschirm Symbole in einer Kombination, die die Rabenkrähe noch nie gesehen hat. Sie muss nun schlussfolgern, welches Bild die Belohnung bringt. Kinder schafften es erst nach mehreren Versuchen, diese Aufgabe zu meistern. Hunde brauchten sogar 70 Anläufe, um das Rätsel zu lösen. Krähen begriffen dieses Experiment überraschenderweise nahezu ebenso schnell wie Kinder. Am Schluss befinden wir uns auf einer Ebene, die schon sehr, sehr hoch ist und die wirklich vergleichbar ist mit denen von Affen. Und das war eben eigentlich das große Aha-Erlebnis für uns alle, mich, meine unmittelbaren Kollegen, aber auch eben die Forscher von anderen Arbeitsgruppen. Thomas Bugner hat vorher mit Affen gearbeitet. Bei den Krähen konzentriert sich sein Interesse auf etwas, das Psychologen Theory of Mind nennen. Die Fähigkeit, anderen ein Wissen zuzuschreiben, das bezeichnet man auf Englisch als Theory of Mind. Und das heißt so viel, wie dass man eigentlich es dissoziieren kann von was ich selber erfahren habe, was ich selber weiß, von dem, was andere wissen oder erfahren haben. So, man kann sich auf einmal in den anderen hineinversetzen und kann feststellen, weiß er das Gleiche wie ich oder weiß er etwas, was ich, weiß er etwas nicht, was ich weiß oder umgekehrt. Und das ist etwas, was ziemlich schwierig ist, was Kinder, menschliche Kinder nicht auf einmal haben oder kriegen, sondern schrittweise entwickeln. Und man hat eben lange geglaubt, dass das eine Fähigkeit ist, die nur wir Menschen besitzen. Und jetzt dann schaut man bei einigen Tierarten nach, zum Beispiel bei den Rabenvögeln, und es stellt sich heraus, dass einige Arten tatsächlich bestimmte Elemente oder so Bauelemente von dieser Fähigkeit zu besitzen scheinen. Rabenvögel demonstrieren diese geistige Beweglichkeit deutlich, wenn es darum geht, Nahrungsvorräte anzulegen. Zuerst verstecken sie sie. Wenn sie das Depot anlegen, achten sie peinlich darauf, dass ihnen andere Tiere nicht nachspionieren. Dieser da drüben hat gerade Nahrung versteckt, sehr dicht bei den anderen. Aber dann hat er sie wieder rausgeholt und ist den Hügel rauf. Und jetzt versteckt er sie neu.
Er verlässt die Stelle und jetzt sitzt er da drüben, stolz wie Oscar. Beobachtet die anderen und passt auf, ob sich andere Vögel nähern. Befürchten sie, dass sie gesehen wurden, bringen die Vögel ihren Vorrat weg oder sie täuschen ein Versteck sogar nur vor. Sie behalten die Nahrung im Kehlsack und tun nur so, als würden sie sie vergraben. Das sind alles hochkomplexe kognitive Verhaltensweisen. Das schaut irrsinnig schön aus in Richtung den Vorhersagen von der sozialen Intelligenztheorie. Aber was genau sie wirklich von den anderen wissen und wie sie das Wissen einsetzen, das müssen wir noch experimentell testen und das wird gerade gemacht. Und in den nächsten Jahren wissen wir darüber dann weit mehr. Mit 5 Monaten ist Whitewing jetzt fast erwachsen. Sie scheint das Anlegen von Nahrungsdepots gelernt zu haben und wagt sich immer weiter von zu Hause weg. Sie testet ihre Flügel. Ein Verhalten, das offenbar allen intelligenten Tieren eigen ist, ist der Spieltrieb. Durch Spielen lernt man, auf unerwartete Dinge zu reagieren. Und junge Rabenvögel lieben es zu spielen. Bei diesen kunstvollen Flugmanövern geht es allerdings um mehr als nur darum, Spaß zu haben. Für Whitewing und ihre Freunde sind diese trudelnden Sturzflüge ein Krafttraining. Und diese Loopings sind eine perfekte Methode, um bei einer Verfolgungsjagd einem Habicht auszuweichen. Außerdem lassen sich damit sehr gut potenzielle Partner beeindrucken. Einen Partner zu finden ist wahrscheinlich das wichtigste Ereignis in Whitewings Leben. Denn Rabenvögel paaren sich fürs Leben. Und sie können bis zu 20 Jahre alt werden. Es scheint, als ob Whitewing schon einen vielversprechenden Kandidaten gefunden hat. John Maslow hat Schwierigkeiten, an einem der anderen Testorte eine seiner Jungkrähen zu finden. Wir kommen ihr näher. Ich muss höher hinauf. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz nach einer Stelle aus, wo jemand hinkommen würde, um jemanden zu fressen. Da ist der Übeltäter. Ein Rotschwanzsperber. Er lacht sich eins in seinem Nest. Gut möglich, dass er die Krähe gerade verspeist. Hoffentlich erstickt er dran. Nach dem Tod dieser jungen Krähe bleiben für die Studie nur noch 3 Krähen übrig. John Maslow wusste von Anfang an, dass es nicht leicht sein würde, jungen Krähen 1 Jahr lang zu folgen. Und es sind nicht nur die Jungen, die umkommen. Eines der Elterntiere fand man unweit des Nestes erschossen. Der Tod ist etwas, was Rabenvögel offenbar nicht unberührt lässt. Es gibt Berichte von mysteriösen Szenen, die man nur als Begräbnis beschreiben kann. Wo eine Vielzahl von Raben an der Stelle zusammenkam, wo einer ihrer Artgenossen gestorben war. Dort saßen sie einige Minuten schweigend und flogen dann lautlos davon. Gespenstisch nannten die Leute es. Soziale Tiere scheinen sozialen Schmerz zu empfinden. Sie scheinen eine Weile zu trauern, wenn ihre Partner sterben. Und das ist nicht verwunderlich, denn hier wirken evolutionär dieselben genetischen Werkzeuge wie beim Menschen. Viele Krähen schaffen es nicht, das Erwachsenenalter zu erreichen. Und leider war das auch bei Whitewing der Fall. Als sie 6 Monate alt war, wurde sie unweit ihres heimischen Reviers von einem Auto überfahren. Nach Whitewings Tod bleibt Maslow jetzt nur noch eine Krähe für sein Experiment. Erfolg oder Misserfolg seines Experiments hängen jetzt von einer einzigen Krähe ab. Doch erst einmal muss er sein Testobjekt finden, das irgendwo in Seattles Großstadtdschungel abgetaucht ist.
Der Vogel ist in diesem Areal schwer zu finden. Er kann sich vor jemandem, der sich am Boden fortbewegt, vielerorts verstecken. Wenn wir fliegen könnten, wäre es leichter. Er fliegt quer durch die Gegend, erweitert seinen Radius und bewegt sich schnell außerhalb unserer Sichtweite und außerhalb der Reichweite unseres Empfängers. Es ist wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. Außer dem Sender braucht man viel Glück. Wir haben ein Signal empfangen, aber er könnte hier überall sein. Hier empfange ich nichts. Gehen wir da lang. Hört ihr überhaupt irgendwelche Vögel? Ich leide schon unter Einbildungen. Nichts. Diese Observationen sind extrem schwer und gelingen nur selten. Von den 7 oder 8, die wir markiert haben und deren Eltern wir mit der Maske konfrontiert haben, ist er der Einzige, der jetzt noch am Leben ist. Und deswegen hoffen wir, dass wir bei ihm eine eindeutige Reaktion zu sehen bekommen, wenn er uns mit der Maske sieht. Hoffentlich gelingt es. Vielleicht aber auch nicht. Da drüben ist es stärker. Sehen wir doch mal an der Ecke nach. Was ist so spannend? Eine 1-Million-Dollar-Krähe. Wieso? Weil wir uns unheimlich viel Mühe gemacht haben, sie zu finden. Na dann herzlichen Glückwunsch. Die Antenne sieht gut aus. Jetzt ist sie losgeflogen und hockt da drüben. Ich gehe von hier aus los. Die letzte Phase von Maslows Experiment beginnt. Während er in Sichtweite der Krähe auf und ab geht, reagiert das Versuchstier mit mildem Desinteresse. Jetzt gehe ich nochmal mit der Maske vorbei, dann werden wir sehen. Während sie aufwuchs, hat diese junge Krähe wiederholt gesehen, wie ihre Eltern Alarm schlugen, wenn die Forscher diese Maske trugen. Nun setzt Maslow sie auf. Er erwartet nicht dieselbe Reaktion wie bei dem Elternpaar der Krähe. Dies ist ein junger Vogel, naiv und unerfahren, der gerade erst lernt, allein zurechtzukommen. Wenn er überhaupt einen Ruf ausstößt, wäre das signifikant. Aber Maslow befürchtet, dass er einfach wegfliegen könnte. Einen Moment lang scheint es, als würde er genau das tun. Doch dann sucht sich der Vogel einen höher gelegenen Sitzplatz und beäugt Maslow und seine Maske sehr genau. Und dann passiert es. Für viele ist das nur das zaghafte Krächzen einer jungen Krähe. Aber für John Maslow ist es ein wichtiger Meilenstein. Das war ziemlich spannend. Besser wird man es kaum hinkriegen, sie mit der Maske zu konfrontieren. Das war einwandfrei. Für mich zeigt es, dass dieser Vogel das Gesicht eindeutig erkannt hat. Und die Reaktion auf das Gesicht kann er nur durch das Verhalten seiner Eltern gelernt haben. Das zeigt die erste Stufe sozialen Lernens. Erst beäugt er mich und dann krächzt er. Das ist der erste wissenschaftliche Beweis, dass Rabenvögel in der Lage sind, Informationen, die sie Monate zuvor von ihren Eltern erlangt haben, zu lernen, sich zu merken und sie zu nutzen. Dieser immense evolutionäre Vorteil wurde bisher nur bei einer kleinen Gruppe der intelligentesten Lebewesen nachgewiesen. Dieses Jahr war wirklich voller Entdeckungen für uns. Wir haben gelernt, dass Krähen in der Lage sind, viele verschiedene Menschen zu erkennen und zu unterscheiden und sich über einen langen Zeitraum an das erinnern zu können, was wir ihnen angetan haben, ob es nun gut oder schlecht war. Und jetzt lernen wir etwas darüber, wie sie Informationen mit ihren Jungen austauschen. Von dieser mit einem Telemetriesender versehenen Krähe, der wir hier heute Abend zu ihrem Schlafplatz gefolgt sind, haben wir erfahren, dass eine junge Krähe tatsächlich allein durch das Zusammensein mit ihren Eltern sehr viel lernt. Ich freue mich sehr, dass dieser Vogel lange genug überlebt hat, um seinen Platz in der Krähengemeinschaft einnehmen zu können.
Tiere haben teilweise dieselben Fähigkeiten wie wir, denn schließlich sind wir aus denselben Bausteinen zusammengesetzt. Wir Menschen tendieren ja dazu zu denken, das können nur Menschen. Wir mögen zwar einzigartig sein aufgrund der Vielzahl von Dingen, die wir können, aber was wir feststellen müssen ist, dass bestimmte Tiere einiges davon auch können. Und wenn wir einen Weg finden, die richtigen Fragen zu stellen, werden wir vielleicht überrascht sein über die Antworten. Krähen haben dieselbe Lebensweise wie wir. Wenn es gelingt, den Zusammenhang zwischen dieser Lebensweise und der Evolution von Gehirnen herzustellen, wüssten wir eine ganze Menge mehr, auch in Bezug auf menschliche Intelligenz. Raben und Krähen studieren uns schon sehr, sehr lange. Erst in jüngster Zeit haben Wissenschaftler begonnen, sie ihrerseits zu studieren. Und was sie entdecken, sind Geschöpfe, die wesentlich intelligenter und uns wesentlich ähnlicher sind, als wir uns je vorstellen konnten. Der Übeltäter. Ein Rotschwanzsperber. Er lacht sich eins in seinem Nest. Gut möglich, dass er die Krähe gerade verspeist. Hoffentlich erstickt er dran. Nach dem Tod dieser jungen Krähe bleiben für die Studie nur noch 3 Krähen übrig. John Maslow wusste von Anfang an, dass es nicht leicht sein würde, jungen Krähen ein Jahr lang zu folgen. Und es sind nicht nur die Jungen, die umkommen. Eines der Elterntiere fand man unweit des Nestes erschossen. Der Tod ist etwas, was Rabenvögel offenbar nicht unberührt lässt. Es gibt Berichte von mysteriösen Szenen, die man nur als Begräbnis beschreiben kann. Wo eine Vielzahl von Raben an der Stelle zusammenkam, wo einer ihrer Artgenossen gestorben war. Dort saßen sie einige Minuten schweigend und flogen dann lautlos davon. Gespenstisch nannten die Leute es. Soziale Tiere scheinen sozialen Schmerz zu empfinden. Sie scheinen eine Weile zu trauern, wenn ihre Partner sterben. Und das ist nicht verwunderlich, denn hier wirken evolutionär dieselben genetischen Werkzeuge wie beim Menschen. Viele Krähen schaffen es nicht, das Erwachsenenalter zu erreichen, und leider war das auch bei Whitewing der Fall. Als sie 6 Monate alt war, wurde sie unweit ihres heimischen Reviers von einem Auto überfahren. Nach Whitewings Tod bleibt Maslow jetzt nur noch eine Krähe für sein Experiment. Erfolg oder Misserfolg seines Experiments hängen jetzt von einer einzigen Krähe ab. Doch erst einmal muss er sein Testobjekt finden, das irgendwo in Seattles Großstadtdschungel abgetaucht ist. Der Vogel ist in diesem Areal schwer zu finden. Er kann sich vor jemandem, der sich am Boden fortbewegt, vielerorts verstecken. Wenn wir fliegen könnten, wäre es leichter. Er fliegt quer durch die Gegend, erweitert seinen Radius und bewegt sich schnell außerhalb unserer Sichtweite und außerhalb der Reichweite unseres Empfängers. Es ist wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. Außer dem Sender braucht man viel Glück. Wir haben ein Signal empfangen, aber er könnte hier überall sein. Hier empfange ich nichts. Gehen wir da lang. Hört ihr überhaupt irgendwelche Vögel? Aber was genau sie wirklich
von den anderen wissen und wie sie das Wissen einsetzen, das müssen wir noch experimentell testen und das wird gerade gemacht und in den nächsten Jahren wissen wir darüber dann weit mehr. Mit 5 Monaten ist White Wing jetzt fast erwachsen. Sie scheint das Anlegen von Nahrungsdepots gelernt zu haben und wagt sich immer weiter von zu Hause weg. Sie testet ihre Flügel. Ein Verhalten, das offenbar allen intelligenten Tieren eigen ist, ist der Spieltrieb. Durch Spielen lernt man, auf unerwartete Dinge zu reagieren. Und junge Rabenvögel lieben es zu spielen. Bei diesen kunstvollen Flugmanövern geht es allerdings um mehr als nur darum, Spaß zu haben. Für White Wing und ihre Freunde sind diese trudelnden Sturzflüge ein Krafttraining. Und diese Loopings sind eine perfekte Methode, um bei einer Verfolgungsjagd einem Habicht auszuweichen. Außerdem lassen sich damit sehr gut potenzielle Partner beeindrucken. Einen Partner zu finden ist wahrscheinlich das wichtigste Ereignis in White Wings Leben. Denn Rabenvögel paaren sich fürs Leben. Und sie können bis zu 20 Jahre alt werden. Es scheint, als ob White Wing schon einen vielversprechenden Kandidaten gefunden hat. John Maslow hat Schwierigkeiten, an einem der anderen Testorte eine seiner Jungkrähen zu finden. Wir kommen ihr näher. Ich muss höher hinauf. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz nach einer Stelle aus, wo jemand hinkommen würde, um jemanden zu fressen. Da ist der Übeltäter. Ein Rutschwanzsperber. Er lacht sich eins in seinem Nest. Gut möglich, dass er die Krähe gerade verspeist. Hoffentlich erstickt er dran. Nach dem Tod dieser jungen Krähe bleiben für die Studie nur noch 3 Krähen übrig. John Maslow wusste von Anfang an, dass es nicht leicht sein würde, jungen Krähen 1 Jahr lang zu folgen. Und es sind nicht nur die Jungen, die umkommen. Eines der Elterntiere fand man unweit des Nestes erschossen. Der Tod ist etwas, was Rabenvögel. Kleiderbügel als Nistmaterial zu benutzen, mag zwar eine clevere Anpassung an den Großstadtdschungel sein, aber wenn die Krähen ihr Nest nicht in Bäumen, sondern an anderen Stellen bauen, kann das gefährliche Konsequenzen haben. Nester aus ineinander verkeilten Kleiderbügeln haben schon Hochgeschwindigkeitszüge gestoppt und ganzen Bezirken Stromausfälle beschert. Und so haben sich die Japaner eine schlaue Lösung einfallen lassen. Die Patrouille muss zuallererst verhindern, dass es zu Stromausfällen kommt. Das ist das Wichtigste. Die Krähenpatrouille der Kyushu Electric Power Company rückt aus. Sie hat eine einzige Mission, die Nester der Hausbesetzer zu finden und zu zerstören. Ich glaube, sie führen die Menschen manchmal an der Nase herum. Wenn wir ein Nest entdecken, entfernen wir es. Aber kaum haben wir das getan, kreisen sie schon über uns. Sie warten nur darauf, ein neues zu bauen. Grundsätzlich ist es schwierig, Krähen zu überlisten und ihnen zuvorzukommen. Wenn wir uns mühsam neue Strategien gegen sie ausgedacht haben, entwickeln die Krähen sofort Gegenstrategien. Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf der Grundlage unserer Erfahrungen immer wieder etwas Neues zu ersinnen.
Ich glaube, die Krähen sind etwa so intelligent wie wir. Und es entsteht eine Art Wettkampf. Wir wollen nicht mehr gegen die Krähen verlieren. Und diese Rivalität mit den klugen Vögeln nehmen wir als erbitterten Streit mit einem ebenbürtigen Gegner wahr. Nicht lange, nachdem John Marshloff und sein Team die frisch beringten Jungen zurück in ihre Nester gesetzt haben, sind diese soweit, die Nester aus eigener Kraft zu verlassen. Junge Krähen verlassen das Nest nicht, weil sie flügge sind. Sie verlassen es, weil es gefährlich wäre, darin zu bleiben. Das Leben auf dem Boden ist allerdings... Bugner hat vorher mit Affen gearbeitet. Bei den Krähen konzentriert sich sein Interesse auf etwas, das Psychologen Theory of Mind nennen. Die Fähigkeit, anderen ein Wissen zuzuschreiben, das bezeichnet man auf Englisch als Theory of Mind. Und das heißt so viel, wie dass man eigentlich es dissoziieren kann von was ich selber erfahren habe, was ich selber weiß, von dem, was andere wissen oder erfahren haben. So, man kann sich auf einmal in den anderen hineinversetzen und kann feststellen, weiß er das Gleiche wie ich oder weiß er etwas, was ich, weiß er etwas nicht, was ich weiß oder umgekehrt. Und das ist etwas, was ziemlich schwierig ist, was Kinder, menschliche Kinder nicht auf einmal haben oder kriegen, sondern schrittweise entwickeln. Und man hat eben lange geglaubt, dass das eine Fähigkeit ist, die nur wir Menschen besitzen. Und jetzt dann schaut man bei einigen Tierarten nach, zum Beispiel bei den Rabenvögeln, und es stellt sich heraus, dass einige Arten tatsächlich bestimmte Elemente oder so Bauelemente von dieser Fähigkeit zu besitzen scheinen. Rabenvögel demonstrieren diese geistige Beweglichkeit deutlich, wenn es darum geht, Nahrungsvorräte anzulegen. Zuerst verstecken sie sie. Wenn sie das Depot anlegen, achten sie peinlich darauf, dass ihnen andere Tiere nicht nachspionieren. Dieser da drüben hat gerade Nahrung versteckt, sehr dicht bei den anderen. Aber dann hat er sie wieder rausgeholt und ist den Hügel rauf. Und jetzt versteckt er sie neu. Er verlässt die Stelle und jetzt sitzt er da drüben, stolz wie Oscar. Beobachtet die anderen und passt auf, ob sich andere Vögel nähern. Befürchten sie, dass sie gesehen wurden, bringen die Vögel ihren Vorrat weg oder sie täuschen ein Versteck sogar nur vor. Sie behalten die Nahrung im Kehlsack und tun nur so, als würden sie sie vergraben. Das sind alles hochkomplexe kognitive Verhaltensweisen. Das schaut irrsinnig schön aus in Richtung den Vorhersagen von der sozialen Intelligenztheorie. Aber was genau sie wirklich von den anderen wissen und wie sie das Wissen einsetzen, das müssen wir noch experimentell testen. Und das wird gerade gemacht. Und in den nächsten Jahren wissen wir darüber dann weit mehr. Mit 5 Monaten ist Whitewing jetzt fast erwachsen. Sie scheint das Anlegen von Nahrungsdepots gelernt zu haben und wagt sich immer weiter von zu Hause weg. Sie testet ihre Flügel. Ein Verhalten, das offenbar allen intelligenten Tieren eigen ist, ist der Spieltrieb. Durch Spielen lernt man, auf unerwartete Dinge zu reagieren. Und junge Rabenvögel lieben es zu spielen. Bei diesen kunstvollen Flugmanövern geht es allerdings um mehr als nur darum, Spaß zu haben. Für Whitewing und ihre Freunde sind diese trudelnden Sturzflüge ein Krafttraining. Und diese Loopings sind eine perfekte Methode,
Die Krähen haben die Aufgabe überraschend gut gelöst. Sie haben Aufgaben gelöst, die technisches Verständnis erfordern, was so gut wie kaum ein Tier auf unserem Planeten schafft. Die Gehirngröße von Raben und Krähen entspricht im Verhältnis zu ihrer Körpergröße der vieler Primaten. Man könnte sie also als gefiederte Affen bezeichnen. In Seattle sind vor 2 Wochen John Maslows Testkrähen geschlüpft und sie wachsen rasch heran. Maslow kontrolliert die Nester täglich. Ein Nest fällt ihm besonders ins Auge, weil sich darin ein Krähenjunges befindet, das sich von allen anderen Nestlingen unterscheidet. Aufgrund der auffällig weiß geränderten Flügel wird es spontan Whitewing genannt. Die fürsorglichen Eltern sind stets damit beschäftigt, den Nachwuchs zu füttern. Aber sie sind nicht die einzigen. Manche Krähenpaare haben sogenannte Helfer am Nest. Junge Männchen oder Weibchen, die bis zu 2 Jahren in ihrem Geburtsterritorium bleiben und ihren Geschwistern helfen. Bei so vielen Familienmitgliedern, die für Nahrung und Schutz sorgen, können sich die Jungvögel vollends darauf konzentrieren, zu wachsen und zu lernen. Und das führt, nach Meinung von Wissenschaftlern, zu einer forcierten Gehirnentwicklung. Krähen haben ein sehr interessantes Sozialsystem. Es ähnelt wahrscheinlich sogar mehr dem des Menschen. Sie schauen, sie überlegen, beäugen dich und schätzen die Situation ab. Wenn wir uns durch das Lebensumfeld dieses Tieres bewegen, werden wir von ihm beobachtet und es lernt auf Schritt und Tritt von uns. Raben besitzen die außergewöhnliche Fähigkeit, einzelne Gesichter in der Menge zu erkennen. Aber das eigentlich Beeindruckende ist, was die Vögel mit diesem Wissen anfangen. Auf dem Campus der University of Washington in Seattle schwärmt ein maskiertes Forscherteam aus, um ein Langzeitexperiment durchzuführen. Es handelt sich um einen Gesichtserkennungstest mit den dort siedelnden Amerikanerkrähen. Unseren ersten Versuch starteten wir mit der Höhlenmenschmaske. Wir fingen 7 Vögel und trugen dabei diese Maske. Danach beobachteten wir ihre Reaktion, wenn wir mit der Maske ganz harmlos unter anderem dort entlang gingen, wo wir sie gefangen hatten. Anfänglich bedachten uns 30% der Krähen mit schimpfenden Krächzlauten. Mittlerweile fliegen praktisch alle Krähen auf dem Campus herab und stoßen Warnrufe aus. Es ist verblüffend, dass diese Vögel fähig sind, sich auf eine bestimmte Person zu konzentrieren und sie aus der Menge herauspicken zu können. Das fällt selbst Menschen schwer. Die Wissenschaftler beginnen gerade erst zu verstehen, wie die Vögel einzelne menschliche Gesichter erkennen und wie sie diese Information nutzen. Diese intelligenten Tiere erkennen ein bedrohliches Gesicht, dem sie bei diesem Versuch ausgesetzt waren, auf dem Campus noch nach über 2 Jahren wieder. Verblüffend war nicht nur, dass die Vögel die Wissenschaftler in der Menschenmenge erkannten, sondern dass sie es auch kommunizierten. Bald weiß jeder im Schwarm, wer ihnen freundlich und wer feindlich gesinnt ist.
Nichts wie weg. Ich habe diese Krähe eben freigelassen, weil sie nicht wirklich verletzt war. Sie wird jetzt zu ihren Freunden fliegen und ihnen erzählen, was ihr gerade widerfahren ist. Sehen Sie, jetzt kommen sie alle angeflogen und sie erzählt ihnen die Horrorgeschichte. Raben und Krähen lernen aus den Missgeschicken ihrer Artgenossen. Wird einer von ihnen auf dem Feld eines Farmers getötet, ist es nicht ungewöhnlich, dass sie ihr gesamtes Zugmuster ändern und bis zu einem Zeitraum von 2 Jahren dieses Feld nicht mehr überfliegen. Es besteht kein Zweifel. Rabenvögel sprechen. Professor John Maslow weiß um diese Fähigkeit und sie steht im Mittelpunkt seiner bahnbrechenden Studie. Sehen Sie das Nest? Er will herausfinden, ob Rabenvögel die Fähigkeit besitzen, Informationen weiterzugeben. Nicht nur von einem erwachsenen Tier zum anderen, sondern von einer Generation zur nächsten. Dazu wird er diese geschlüpften Krähen 1 Jahr lang beobachten und ihr Lernverhalten studieren. Das wird nicht leicht werden. Weniger als 50% überleben ihr erstes Jahr. Es ist ein echtes Lotteriespiel, ob aus den Eiern dort oben auch Jungvögel werden und ob wir diesen dann auch folgen können, wenn sie das Nest verlassen. Bevor die Eier gelegt wurden, fingen und beringten Maslow und sein Team erwachsene Krähen in Seattle an 5 verschiedenen Teststandorten. An jedem Ort trugen sie eine andere Maske. Jetzt haben eine Handvoll Krähen, inklusive unserer Kräheneltern, an jedem dieser Teststandorte gelernt, dass eine bestimmte Maske Gefahr bedeutet. Was Maslow herausfinden will, ist, ob die Eltern ihr Wissen über das gefährliche Gesicht an ihre Jungen weitergeben. Und werden die Jungen nicht nur lernen, das Gesicht zu erkennen, sondern sich auch noch Monate später, wenn ihre Eltern nicht mehr da sind, daran erinnern und diese Information nutzen. Dieses Lernverhalten wurde in freier Wildbahn bisher nur bei Primaten nachgewiesen. Wir versuchen die Küken zu mir gestanden und dieses flexible System ist offensichtlich kognitiv sehr, sehr anspruchsvoll. Wissenschaftler des Konrad-Lorenz-Instituts in den österreichischen Alpen studieren seit über einem halben Jahrhundert das Sozialverhalten diverser Vögel. Jetzt wenden sie ihre Aufmerksamkeit den Raben und Krähen zu. Anna Braun arbeitet an einem Experiment mit Rabenvögeln, bei dem ihre Fähigkeit getestet werden soll, logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Solche Tests wurden auch mit Kindern, Affen und Hunden durchgeführt. Mit Krähen sind es die ersten Versuche dieser Art. Das ist ein Touchscreen, an dem wir seit kurzem mit Rabenkrähen arbeiten. Bei diesem Test haben die Vögel die Wahl zwischen 2 Icons. Beim einen wird positiv belohnt und beim anderen negativ. Der Wischeimer? Sie lernen durch Erfahrung. Sie picken drauf und bei dem einen gibt es Nahrung und bei dem anderen erscheint ein roter Bildschirm. In diesem Fall ist das der... Ist das der falsche? Und dann erscheinen auf dem Bildschirm Symbole in einer Kombination, die die Rabenkrähe noch nie gesehen hat. Sie muss nun schlussfolgern, welches Bild die Belohnung bringt. Kinder schafften es erst nach mehreren Versuchen, diese Aufgabe zu meistern. Hunde brauchten sogar 70 Anläufe, um das Rätsel zu lösen. Krähen begriffen dieses Experiment überraschenderweise nahezu ebenso schnell wie Kinder. Am Schluss befinden wir uns auf einer Ebene, die schon sehr, sehr hoch ist und die wirklich vergleichbar ist mit dem von Affen. Und das war eben eigentlich das große Aha-Erlebnis für uns alle, mich, meine unmittelbaren Kollegen, aber auch eben die Forscher von anderen Arbeitsgruppen. Thomas Bugner hat vorher mit Affen gearbeitet. Bei den Krähen konzentriert sich sein Interesse auf etwas, das Psychologen Theory of Mind nennen. Die Fähigkeit, anderen ein Wissen zuzuschreiben, das bezeichnet man auf Englisch als Theory of Mind. Und das heißt so viel, wie dass man eigentlich es dissoziieren kann von was ich selber erfahren habe, was ich selber weiß, von dem, was andere wissen oder erfahren haben. So, man kann sich auf einmal in den anderen hineinversetzen und kann feststellen, weiß er das Gleiche wie ich oder weiß er etwas, was ich, weiß er etwas nicht, was ich weiß oder umgekehrt.
Und das ist etwas, was ziemlich schwierig ist, was Kinder, menschliche Kinder nicht auf einmal haben oder kriegen, sondern schrittweise entwickeln. Und man hat eben lange geglaubt, dass das eine Fähigkeit ist, die nur wir Menschen besitzen. Und jetzt dann schaut man bei einigen Tierarten nach, zum Beispiel bei den Rabenvögeln, und es stellt sich heraus, kriegen, sondern schrittweise entwickeln. Und man hat eben lange geglaubt, dass das eine Fähigkeit ist, die nur wir Menschen besitzen. Und jetzt dann schaut man bei einigen Tierarten nach, zum Beispiel bei den Rabenvögeln, und es stellt sich heraus, dass einige Arten tatsächlich bestimmte Elemente oder so Bauelemente von dieser Fähigkeit zu besitzen scheinen. Rabenvögel demonstrieren diese geistige Beweglichkeit deutlich, wenn es darum geht, Nahrungsvorräte anzulegen. Zuerst verstecken sie sie. Wenn sie das Depot anlegen, achten sie peinlich darauf, dass ihnen andere Tiere nicht nachspionieren. Dieser da drüben hat gerade Nahrung versteckt, sehr dicht bei den anderen. Aber dann hat er sie wieder rausgeholt und ist den Hügel rauf. Und jetzt versteckt er sie neu. Er verlässt die Stelle und jetzt sitzt er da drüben, stolz wie Oscar. Beobachtet die anderen und passt auf, ob sich andere Vögel nähern. Befürchten sie, dass sie gesehen wurden, bringen die Vögel ihren Vorrat weg oder sie täuschen ein Versteck sogar nur vor. Sie behalten die Nahrung im Kehlsack und tun nur so, als würden sie sie vergraben. Das sind alles hochkomplexe kognitive Verhaltensweisen. Das schaut irrsinnig schön aus in Richtung den Vorhersagen von der sozialen Intelligenztheorie. Aber was genau sie wirklich von den anderen wissen und wie sie das Wissen einsetzen, das müssen wir noch experimentell testen und das wird gerade gemacht. Und in den nächsten Jahren wissen wir darüber dann weit mehr. Mit 5 Monaten ist Whitewing jetzt fast erwachsen. Sie scheint das Anlegen von Nahrungsdepots gelernt zu haben und wagt sich immer weiter von zu Hause weg. Sie testet ihre Flügel. Ein Verhalten, das offenbar allen intelligenten Tieren eigen ist, ist der Spieltrieb. Durch Spielen lernt man, auf unerwartete Dinge zu reagieren. Und junge Rabenvögel lieben es zu spielen. Bei diesen kunstvollen Flugmanövern geht es allerdings um mehr als nur darum, Spaß zu haben. Für Whitewing und ihre Freunde sind diese trudelnden Sturzflüge ein Krafttraining. Und diese Loopings sind eine perfekte Methode, um bei einer Verfolgungsjagd einem Habicht auszuweichen. Außerdem lassen sich damit sehr gut potenzielle Partner beeindrucken. Einen Partner zu finden ist wahrscheinlich das wichtigste Ereignis in Whitewings Leben. Denn Rabenvögel paaren sich fürs Leben. Und sie können bis zu 20 Jahre alt werden. Es scheint, als ob Whitewing schon einen vielversprechenden Kandidaten gefunden hat. Aber für John Maslow ist es ein wichtiger Meilenstein. Das war ziemlich spannend. Besser wird man es kaum hinkriegen, sie mit der Maske zu konfrontieren. Das war einwandfrei. Für mich zeigt das, dass dieser Vogel das Gesicht eindeutig erkannt hat. Und die Reaktion auf das Gesicht kann er nur durch das Verhalten seiner Eltern gelernt haben. Das zeigt die erste Stufe sozialen Lernens. Erst beäugt er mich und dann krächzt er. Das ist der erste wissenschaftliche Beweis, dass Rabenvögel in der Lage sind, Informationen, die sie Monate zuvor von ihren Eltern erlangt haben, zu lernen, sich zu merken und sie zu nutzen. Dieser immense evolutionäre Vorteil wurde bisher nur bei einer kleinen Gruppe der intelligentesten Lebewesen nachgewiesen. Dieses Jahr war wirklich voller Entdeckungen für uns. Wir haben gelernt, dass Krähen in der Lage sind, viele verschiedene Menschen zu erkennen und zu unterscheiden und sich über einen langen Zeitraum an das erinnern zu können, was wir ihnen angetan haben, ob es nun gut oder schlecht war. Und jetzt lernen wir etwas darüber, wie sie Informationen mit ihren Jungen austauschen. Von dieser mit einem Telemetriesender versehenen Krähe, der wir hier heute Abend zu ihrem Schlafplatz gefolgt sind, haben wir erfahren, dass eine junge Krähe tatsächlich allein durch das Zusammensein mit ihren Eltern sehr viel lernt.
Ich freue mich sehr, dass dieser Vogel lange genug überlebt hat, um seinen Platz in der Krähengemeinschaft einnehmen zu können. Tiere haben teilweise dieselben Fähigkeiten wie wir, denn schließlich sind wir aus denselben Bausteinen zusammengesetzt. Wir Menschen tendieren ja dazu zu denken, das können nur Menschen. Wir mögen zwar einzigartig sein aufgrund der Vielzahl von Dingen, die wir können, aber was wir feststellen müssen ist, dass bestimmte Tiere einiges davon auch können. Und wenn wir einen Weg finden, die richtigen Fragen zu stellen, werden wir vielleicht überrascht sein über die Antworten. Krähen haben dieselbe Lebensweise wie wir. Wenn es gelingt, den Zusammenhang zwischen dieser Lebensweise und der Evolution von Gehirnen herzustellen, wüssten wir eine ganze Menge mehr, auch in Bezug auf menschliche Intelligenz. Raben und Krähen studieren uns schon sehr, sehr lange. Erst in jüngster Zeit haben Wissenschaftler begonnen, sie ihrerseits zu studieren. Und was sie entdecken, sind Geschöpfe, die wesentlich intelligenter und uns wesentlich ähnlicher sind, als wir uns je vorstellen konnten. Anfänglich bedachten uns 30% der Krähen mit schimpfenden Krächzlauten. Mittlerweile fliegen praktisch alle Krähen auf dem Campus herab und stoßen Warnrufe aus. Es ist verblüffend, dass diese Vögel fähig sind, sich auf eine bestimmte Person zu konzentrieren und sie aus der Menge herauspicken zu können. Das fällt selbst Menschen schwer. Die Wissenschaftler beginnen gerade erst zu verstehen, wie die Vögel einzelne menschliche Gesichter erkennen und wie sie diese Information nutzen. Diese intelligenten Tiere erkennen ein bedrohliches Gesicht, dem sie bei diesem Versuch ausgesetzt waren, auf dem Campus noch nach über 2 Jahren wieder. Verblüffend war nicht nur, dass die Vögel die Wissenschaftler in der Menschenmenge erkannten, sondern dass sie es auch kommunizierten. Bald weiß jeder im Schwarm, wer ihnen freundlich und wer feindlich gesinnt ist. Die Krähen im landwirtschaftlich geprägten Umland der Stadt Chatham in Kanada wissen, dass sie hier mehr Feinde als Freunde haben. Alljährlich im Herbst kommen hier zu den ortsansässigen Schwärmen Hunderttausende in wärmere Gefilde ziehende Krähen hinzu und bilden eine der größten Krähenkolonien der Welt. Diese Vögel mögen, was wir mögen. Offene Landschaften mit Bäumen. Wir haben im Osten der USA die Wälder abgeholzt, offene Flächen geschaffen, wo es aber immer noch ein paar Bäume zum Nisten gibt. Das gefällt ihnen. Jetzt sind sie überall. Die Krähen sind permanent dabei, zu beobachten, zu lernen und sich Dinge zu merken. Sie merken sich die Route der Müllwagen und lernen, wann sich am besten saftige Leckerbissen holen lassen. Wir sind Allesfresser und wir sind soziale Wesen und das sind Krähen auch. Und manchmal mögen wir keine Tiere, die dieselben Eigenschaften haben wie wir. Krähen sind opportunistisch, Krähen sind invasiv. Krähen tun alle möglichen Dinge, die Menschen auch tun und auf die wir nicht besonders stolz sind. Wie zum Beispiel uns von Abfall zu ernähren. Das negativ gefärbte Bild dieser Vögel ist in unsere moderne Kultur eingeflossen. Wann immer in einem Film Unheil droht, hört man in der Ferne einen Raben krächzen. Um die Stadt von der Krähenplage zu befreien, ließ der Bürgermeister von Chatham ein Wettschießen auf Krähen veranstalten. Aber kaum war die erste Krähe geschossen, verbreitete sich die Nachricht und die leiblichen Eltern sind stets damit beschäftigt, den Nachwuchs zu füttern. Aber sie sind nicht die einzigen. Manche Krähenpaare haben sogenannte Helfer am Nest. Junge Männchen oder Weibchen, die bis zu 2 Jahren in ihrem Geburtsterritorium bleiben und ihren Geschwistern helfen. Bei so vielen Familienmitgliedern, die für Nahrung und Schutz sorgen, können sich die Jungvögel vollends darauf konzentrieren, zu wachsen und zu lernen. Und das führt, nach Meinung von Wissenschaftlern, zu einer forcierten Gehirnentwicklung.
Krähen haben ein sehr interessantes Sozialsystem. Es ähnelt wahrscheinlich sogar mehr dem des Menschen als dem anderer Tiere. Nicht einmal bei Primaten ist das zu finden. Und im Wesentlichen ist das das paarweise Zusammenleben von mehr oder weniger monogamen Männchen und Weibchen mit ihren Kindern, mit Nachkommen aus mehreren Jahren und einem Familienkreis, ihren Verwandten. Man hat sein eigenes kleines Reich und wäre ziemlich verärgert, wenn einer dort eindringen würde. Aber wie wir Menschen gehen sie hinaus und kommunizieren mit anderen. Die elementare soziale Einheit ist die Familie. Die ganze Familie wacht stundenlang in den umliegenden Bäumen über den hilflosen Nachwuchs und hält Ausschau nach Räubern, die ihm Schaden zufügen könnten. Die jungen Krähen sind jetzt 3 Wochen alt und fast so weit, ihr Nest verlassen zu können. Jetzt ist der Zeitpunkt des Experiments gekommen, wo die Tiere beringt und mit einem Telemetriesender versehen werden. Ich sehe kaum was. Maslow trägt beim ersten Teil des Aufstiegs eine Maske, um bei den Eltern die Erinnerung an das gefährliche Gesicht zu verfestigen. Aber kurz bevor er die Jungvögel erreicht, nimmt er die Maske ab. Ich will ja nicht riskieren, dass die Kleinen sie sehen. Ziemlich eng hier. Das Team ist am Boden postiert, um die Krähen einzufangen, die unter Umständen einen Fluchtversuch wagen. Dave, halt dich bereit. Du auch, Heather. Da kommt eine. Wir haben sie. Ich komm runter. Die ist so ruhig. Die beste Methode, um zu verstehen, wie sich kognitive Fähigkeiten